Hallo und herzlich willkommen zu Bastel mit Nilem. Ich habe es tatsächlich geschafft und habe alle durchdekoriert. Das war wirklich jetzt eine Arbeit für mich, denn ich habe ja alle 31 Karten doppelseitig verschönert. Also wenn man das alles auf einmal macht, kann ich mir vorstellen, dass das zeitaufwendig ist. Ansonsten, wenn ihr das nach und nach macht, ist das nicht so viel Arbeit, finde ich. Ich zeige euch jetzt mal, wie sie geworden sind. Ich habe mich dann auch entschieden, immer hier in die Mitte was zu setzen. Ich finde, es sieht total süß aus auf der Rückseite. Und ich denke, so wie sie jetzt sind, werde ich sie auch in der Reihenfolge lassen. Finde, die sind alle sehr schön geworden. Hinten habe ich es immer komplett draufgeklebt. Und hier ist es immer so, dass man noch was reinmachen kann. Da ist dann noch Platz für ein Foto hier. Genauso wie hier. Und die Sachen sind, also ich finde die Ausstanzungen sehr, sehr schön. Hier habe ich es auch so gemacht, dass man auch hier was durchkriegt, genauso wie hier. Also es geht auf beiden Seiten dann, dass was durchpasst. Das ist jetzt zum Beispiel der Nikolaustag, deswegen auch der Nikolausstrumpf. Das ist der zweite Advent, da habe ich nichts dekoriert, denn hier hat man schon die zwei Adventskerzen und hier habe ich dann das passende Die-Cut eben hinten zum Schreiben. Und zu dem Ganzen wollte ich noch was sagen, denn ich habe einige Kommentare dazu bekommen. Es freut mich so, dass euch allen das gefällt, was ich hier im Christmas in July mache. Also das macht mich sehr, sehr glücklich. Das freut mich natürlich sehr, dass das jetzt so gut ankommt. Ich freue mich riesig darüber. Also vielen, vielen lieben Dank für eure tollen Kommentare. Und ich wollte euch noch sagen, was so in den Kommentaren geschrieben wurde. Da kamen auch einige tolle Ideen zustande. Zum Beispiel die liebe Nicole hatte geschrieben, man könnte das auch zum Beispiel anders umsetzen, indem man das zum Beispiel als Abschiedsgeschenk für den Kindergarten hernimmt und jedes Kind kann dann da noch ein Bild oder sowas verewigen. Finde ich auch eine super Idee. So hat man ja auch ganz viele Papiere, dafür wäre das auch ein super Anlass. Und die liebe Ido hatte dann noch die Idee, man könnte auch einen Adventskalender daraus machen. Also, ja, man kann ja auch einfach nur 24 Karten sich zuschneiden und dann hat man einen Adventskalender. Und sie meinte auch, man könnte dann zum Beispiel Gutscheine, schöne Sprüche und andere Sachen hier auf diese Karten draufsetzen und so einen Kalender gestalten. Finde ich auch eine sehr, sehr schöne Idee und die wollte ich euch unbedingt weitergeben. Also wie gesagt, ihr könnt das natürlich so umsetzen, wie ihr das am schönsten findet. Oh, ich merke gerade, dass ich es hier geklebt habe. Habe ich wohl nicht Acht gegeben. Da muss ich ein Bild nehmen, was kleiner ist. Ja, dann haben wir noch das und das und hier das. Ja, und das ist so der 22. Dezember, glaube ich. Das ist immer so meistens der Tag, wo ich noch die letzten Geschenke einpacke und unter den Weihnachtsbaum stelle. Deswegen habe ich da ganz viele Geschenke hingemacht. Das ist hier der 23. Dezember. Und dann haben wir schon hier den 24. Dezember. Und da kommen dann die ganzen Geschenke. Da ist auch hier der Weihnachtsmann. Und hier am 25. feiern wir auch noch Weihnachten. Und dann ist hier der 26. Da feiern wir zwar auch noch, aber das ist ja meistens so der Tag, wo die meisten Menschen so das Gemütliche haben an dem Tag, wo man vielleicht noch was Schönes gemeinsam anschaut, kuschelig. Finde ich echt schön. Dann haben wir hier den 27.
Da beim 28. habe ich auch nichts hier drauf gesetzt. Da habe ich dann nur hinten dekoriert. Finde ich aber auch total schön. Hier haben wir den 29. Dezember. Da habe ich mir jetzt diese Schneiderpuppe hier hingemacht. Denn das ist so der letzte Tag, wo ich ein Outfit mir aussuche für Silvester. Deswegen habe ich mir das hier hingemacht, dass ich bis dahin schon ungefähr weiß, was ich dann an Silvester tragen werde. Genau. Dann haben wir hier den 30. Dezember. Da habe ich jetzt den Weihnachtsbaum hingemacht. Ja, da bin ich meistens dann so mit dem Gedanken, ja, bald kommt der Weihnachtsbaum wieder weg. Deswegen fand ich das irgendwie passend. Meistens kurz vor Silvester kommt auch immer Schnee. Das ist mir so aufgefallen in den letzten Jahren. Deswegen dieses Bild. Ja, und dann haben wir hier den 31. Dezember. Und da habe ich mir das hier so eine Lichterkette gemacht für das Feiern am Dezember, für das Feiern in Silvester. Und hier ja auch so ein bisschen Lichterkette. Es ist gemütlich, man feiert ein bisschen. Ja, und dann ist hier der 1. Januar. Ich habe mir noch die letzte Karte für den 1. Januar aufgehoben, wo man einfach, ja, so die Gemütlichkeit, kalte Winterzeit, habe ich jetzt hier versucht darzustellen. Das sind jetzt auch Die-Cards von einem anderen Set, weil ja meine Die-Cards dann ausgegangen sind. Ich habe alle Stanzteile von der normalen Größe verwendet und von dieser ganz kleinen Größe. Es sind nur noch diese zwei Schnüre übrig geblieben. Dann eine Brille, eine Lupe, die nehme ich jetzt dann für mein Sherlock Holmes Journal, habe ich mir gedacht. Und dann sind da noch so Teile übrig geblieben, wo ich gar nicht weiß, was ich damit noch machen soll. Einmal die drei und dann noch solche Vierecke. Ja, ich weiß nicht, ob ich die behalte oder ob ich die jetzt dann auch wegschmeiße, weil ich keine Idee dazu habe. Aber ja, zu den beiden und zu dem habe ich auf jeden Fall noch eine Idee. Genau, das waren jetzt auf jeden Fall die fertig dekorierten Karten. Ich finde, das ist cool geworden. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu dekorieren. Bevor wir jetzt die Box dazu basteln, wollte ich euch noch was zeigen. Ich habe eine von diesen Ordnern gleich mal mit den Resten bestückt und wollte euch das gleich mal zeigen, wie ich das jetzt mache. Also wir haben ja in den ersten 2 Tagen das hier gebastelt und davon habe ich jetzt die Reste hier mit reingetan. Da sind ja noch einige Stanzteile übrig. Die habe ich mir in eine kleine Tüte gepackt. Dann habe ich ja noch das Vellumpapier und dahinter habe ich mir jetzt einfach die vorderen, also das Cover von dem Block gelegt, damit ich notfalls auch noch aufs Cover gucken kann, was alles so in dem Block dabei war. Also haben wir jetzt hier die beiden Vellum-Seiten. Dann habe ich noch viermal Restpapier, also viermal Designpapier übrig. Das sind die hier. Und dann habe ich hier noch meine ganzen Reste, diese kleinen Streifen. Die habe ich jetzt von allen Paperblöcken hier mit reingetan, die hier in diesem Ordner drin sind. Und hier sind meine ganzen folierten Seiten. Die habe ich mir auch noch hier mit reingetan. So ist das alles ein bisschen ordentlicher, finde ich. Das ist jetzt alles hier drin. Und das ist dann das, was jetzt kommt, ist der Rest von dem hier, was wir zusammengebastelt haben, also vom December Daily. Da habe ich jetzt natürlich noch das Vellumpapier übrig. Diese großen Stanzteile habe ich jetzt nicht benutzt, aber die habe ich auch bewusst nicht benutzt, denn die möchte ich für etwas anderes benutzen. Also die werden dann schon einen Platz finden. Und dann habe ich hier noch ein paar Stanzteile, die ich auch noch nicht benutzt habe. Das sind jetzt auch größere Stanzteile und die ganzen Schriftzüge. Die werde ich vielleicht aber auch verwenden, wenn ich dann die Fotos drin habe. Deswegen sind die jetzt hier. Und dann habe ich noch einen Block. Da haben wir letztes Jahr diesen Nikolaus-Strumpfalbum gemacht in den 10 Tage Basteln im Dezember. Da habe ich noch das Vellumpapier, die ganzen Stanzteile, die noch übrig sind hier. Dann ist das der nächste Block, weil da habe ich von den Papieren gar nichts mehr übrig, außer diese paar Schnipsel, die hier sind. Genau, das ist so der nächste Block. Da habe ich wieder mein Vellumpapier. Da habe ich, glaube ich, nur eine Seite verwendet. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut seht. Und das sind dann so die nächsten Seiten. Da habe ich es dann anders gemacht, weil ich von diesem Block halt noch sehr viel habe. Deswegen habe ich hier die Designpapiere reingemacht. Da bin ich jetzt auch am Überlegen, ob ich daraus dann so einen Adventskalender basteln soll.
So wie wir jetzt hier dieses December Daily basteln, werde ich, glaube ich, mit diesem Papier dann einen Adventskalender basteln. Genau, da habe ich mir dann auch die Stanzteile noch nicht rausgenommen, weil die sind noch vollständig. Ich glaube, da habe ich nur ein oder zwei Teile rausgenommen und die kann ich dann mir so blättern und rausnehmen. Das ist jetzt ein Block und hier ist der nächste Block. Von dem hier habe ich auch nicht wirklich viel genommen. Ich glaube, da haben wir eine Weihnachtsexplosionsbox letztes Jahr damit gebastelt. Da habe ich eben dieses Vellumpapier, dann die ganzen Designpapiere. Ich glaube, da habe ich auch nur eins davon benutzt. Ein paar Stanzteile von den Seiten, wo ich eben die Stanzteile benutzt habe. Und die sind noch vollständig. Genau. So habe ich mir das jetzt hier reingemacht, dass ich das alles gleich im Überblick habe, was ich dann auch mal aufbrauchen möchte. Und ich dachte mir, ich zeige es euch. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Und ich denke mir, wenn es dieses Jahr neue Lux-Paper-Blöcke geben wird beim Action, werde ich die mir auch gleich in so eine Mappe mit reinmachen. Dann habe ich die alle auf einen Blick und werde sie vielleicht eher und schneller verbrauchen, als wie wenn die alle so in dem Block drin sind, so versteckt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Genau, das wollte ich euch jetzt hier nur zeigen. Und dann würde ich sagen, basteln wir unsere Box. Jetzt wollen wir so eine Box basteln, wo diese Karten eben reinpassen. Meine Box ist mir zu knapp, deswegen habe ich mir das jetzt nochmal alles neu berechnet, dass ich es mit euch zusammen ordentlich basteln kann. Und ich habe mir noch gedacht, es wäre ganz schön, wenn wir hier so einen Deckel haben, den man vielleicht noch mit einem Magneten verschließen kann. Das werden wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Und dafür sage ich euch jetzt mal kurz die Maße, die wir brauchen. Also ich habe hier einfach einen alten Karton genommen. 2 x 17 cm x 11 cm. Das sollen jetzt die Vorder- und Rückseite sein. Dann habe ich hier 2 x 8 x 11 cm. Das ist jetzt einmal der Boden. Und einmal dann der Deckel, den wir uns noch machen. Und für den Deckel habe ich mir dann so ein Stück noch dazu, was dann eben hier noch dran kommt. Und damit verschließen wir das Ganze. Dieses Stück misst 11 cm mal 2,5 cm. Das ist einmal das. Und wir brauchen natürlich auch zwei Seiten. Und das hat das Maß 8 cm mal 11 cm. Das brauchen wir auch zweimal. Das sind die Maße, die wir jetzt brauchen. Ich nehme jetzt dafür einen weißen Cardstock vom Action. Und werde mir als erstes, das tue ich mal auf die Seite legen, als erstes zwei Seiten davon miteinander verbinden. Und zwar quer verbinden. Das heißt, ich möchte die so aneinander kleben. So, dann braucht ihr einmal den Boden, der ja 8 x 11 cm misst. Der kommt jetzt einmal hier mittig drauf. So, dann nehmt ihr euch einmal die Seitenteile, die ja 8 x 11 cm messen. Diese zwei Teile kommen jetzt einmal links und rechts davon. Und um das Ganze besser zu verbinden, halte ich mir das immer so und tue das dann kleben, sodass ein kleiner, klitzekleiner Rand noch da ist. Und das Gleiche machen wir hier. So, und dann schneiden wir uns ein bisschen was vom Rand ab. Genau, dann falten wir uns das einmal um. Ein bisschen schief geschnitten
Und das gleiche auch hier. Ihr könnt es euch auch so hochnehmen. Und dann einmal hier. Ich verbinde immer erst die langen Seiten. Da mache ich mir jetzt einmal hier doppelseitiges Klebeband drauf. Und hier an den Ecken, da treffen sich die beiden Linien. Ich schneide nicht genau hier durch, sondern immer so ein kleines Stückchen höher, so dass wir das hier noch umschließen können, diese Ecke. Das könnt ihr jetzt überall so machen. So. Dann mache ich mir das einmal hier ab. Und auch hier. Und werde das jetzt hier einmal so schön wie möglich draufkleben. So, dann drehen wir das Ganze um und machen das gleiche hier nochmal. So, und jetzt werden wir uns das hier auch einschlagen. Einmal hier und einmal hier so reindrücken, dass wir keine zu spitzen Kanten haben. Und dann können wir das hier auch zukleben. So, das gleiche mache ich jetzt auch auf dieser Seite. So, und dann fangen wir auch an, das hier mal so ein bisschen zu falten. Das ist jetzt schon mal die Seite und der Boden. Und daran möchten wir jetzt das und das hier befestigen. Und dafür brauchen wir jetzt wieder ein Papier. Und ich denke, das können wir uns einfach in die Hälfte machen, dieses Papier. Und wir brauchen dann einmal ein Verbindungsstück auf dieser Seite und Verbindungsstücke auf diesen zwei Seiten. Das heißt, das Papier muss auf jeden Fall hier etwas länger sein und auch an den Seiten. Das haben wir ja jetzt hier. Also wir kleben es einfach schön mittig drauf. So, das machen wir jetzt genauso wie mit denen, dass wir das einmal so umschlagen. Dann auch hier umschlagen. Natürlich festkleben. Okay, meins klebt noch nicht. Ich muss... Und auch hier. Hier die Seite, die oben ist, die können wir uns einmal schon mal hier festkleben. So. Und bei den anderen Seiten, da müssen wir einmal hier so schräg einschneiden. Einmal hier und einmal hier. Denn das werden die Verbindungsstücke sein. Da können wir dann auch einmal hier und einmal hier und einmal hier. Genau, und damit werden wir das Ganze jetzt verbinden. Also wir machen das einmal hier. Verbinden wir uns das Ganze und einmal hier. Seht ihr? So wird das jetzt verbunden. Also ich werde das jetzt einmal hier an der Seite kleben. Halte mir das jetzt hier unten hin.
Das muss ja auch alles schön gerade sein. Nicht schön Kante auf Kante. Hier auch schön Kante auf Kante. Verbinde mir das Ganze so. So, dann kann ich mir den Boden hier festkleben. Kann ich mir jetzt quasi so drauflegen. Und das Ganze hier schön festkleben. Und dann verbinden wir das Ganze hier. Da ist so ein Stück, das müssen wir uns wegschneiden. Das ist irgendwie zu viel. So. Ich klappe mir die um, die Klebelaschen, damit ich genau sehe, dass das auch da drauf liegt, also auf dem Karton, und dann kann ich mir das festkleben. So, und das gleiche mache ich jetzt mit dieser Seite und dann zeige ich euch, wie wir den Deckel noch befestigen. Wenn ihr das dann jetzt genauso gemacht habt wie ich, müsste das jetzt ohne Probleme reinpassen. Ihr habt dann auch noch so ein bisschen Luft und ihr könnt dann hier so ein bisschen blättern. Wenn euch das nicht gefällt, dass das so hoch ist, dann müsst ihr das Ganze einfach nur ein bisschen kürzer machen, ja? Also dann dürft ihr keine, was hatten wir vorhin für ein Maß? Dann dürft ihr nicht 17 cm nehmen, dann müsstet ihr vielleicht 14 cm nehmen, damit das lockerer sitzt. Aber für mich ist das genau richtig. Ich kann mir das hier so angucken, welche Zahl das ist und die mir dann eben so rausnehmen. Und der Rest ist alles schön aufbewahrt. Ich finde das total schön so und ich finde, das ist auch eine schöne Geschenkidee. Natürlich hätte man das jetzt auch gleich verkleben können mit Papier, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Aber ich denke, das ist jetzt auch kein Problem, mit weißem Papier da einfach noch reinzugehen oder gleich mit Designpapier. Da kann man jetzt einfach das Designpapier überall hinkleben. Aber ich möchte noch den Deckel festmachen. Der Deckel, der sitzt jetzt dann hier drauf. Da wird dann noch eine Lasche sein zum Kleben. So ist das jetzt beim Deckel gedacht. Dafür nehmen wir uns wieder ein weißes Papier. Ich würde sagen, die Hälfte vom Papier wieder. So, und dann können wir uns einmal dieses Stück und dann die Klebelasche noch mit draufkleben. Ich werde die Klebelasche jetzt noch nicht draufkleben, weil ich die mit ein bisschen Entfernung draufkleben möchte, dass die genau hier vorne dann sitzt. Ich werde das jetzt erstmal so, wie es ist, lassen. Einmal das hier falten. Quasi einmal das hier falten. Das hier, dann schaue ich mir das erstmal hier. Moment, dafür werde ich das hier auch noch umschlagen. Da kann ich sogar noch ein bisschen mehr rein. Genau, und dann kann ich das erstmal hier so festkleben, den Deckel. Genau, der darf nur hier festgeklebt werden. Und das hier können wir quasi einschlagen. Ich möchte jetzt nur sehen, wo ich genau das hier brauche. Ich brauche das dann quasi, ich lege mir das jetzt hier so an und mache bündig an dem hier, klebe ich mir das jetzt fest, damit es nicht
zu nah am Deckel ist. Ich hoffe, ihr Faltet euch versteht, was dieses ich Stück meine. Papier lieber nochmal mit dem Papier runter, bevor ihr es festklebt. Dann habt ihr Und immer noch dann diesen genau kleinen Spalt, den ihr abschließt. dafür braucht. Seht ihr, da haben wir jetzt nämlich einen viel größeren Spalt als wie vorhin bei den anderen Sachen. So, und dann können wir das Ganze hier einmal falten. Und dann könnt ihr das hier vorne schon mal festkleben und auch die Seiten festkleben, denn wir brauchen nur dieses eine Verbindungsstück hier außen, weil der Deckel wird ja nicht festgeklebt, der soll ja sich, den soll man ja öffnen. Und ich habe mir das hier wieder so zugeschnitten, dass ich mir das hier so reindrücken kann, seht ihr? Aber wir machen das so wie sonst immer, dass wir die langen Seiten zuerst kleben. Also einmal so. Dann die andere Seite. Schön festkleben. Und auch da, wo die Lasche ist, die wir mit einem Magnetverschluss dann verschließen können, da müsst ihr das zukleben. Das andere bleibt offen. Und dann könnt ihr euch das hier wieder so ein bisschen reindrücken und dann festkleben. Könnt ihr auch doppelseitiges Klebeband verwenden, wie es euch am liebsten ist. So, ich habe mir auch schon die Papiere zugeschnitten, womit ich das jetzt verkleben möchte. Einmal habe ich mir für den Deckel 10,5 x 7,4 cm zugeschnitten und einmal hier unten so ein Reststück. Das werde ich mir jetzt einfach schon mal draufkleben, dieses Reststück. Das kommt einmal hier hin und das andere kommt hier einfach mal hin. Da muss ich mal schauen, ob ich vielleicht doch ein größeres brauche, weil ich sehe gerade, das muss ja gefaltet werden, damit das unser Deckel ist. Das andere kommt dahin. Ich merke gerade, dass obwohl ich den Deckel mir extra angelegt hatte zum Draufkleben, dass jetzt trotzdem hier ein bisschen knapp ist, wahrscheinlich wegen dem Stück. Ich werde mir dieses Stück wieder ein bisschen wegnehmen. So, weil ich habe mir ja eigentlich extra diesen Abstand hier so freigelassen. Ich schaue jetzt, hier sieht es für mich ordentlicher aus, deswegen ist das bei mir die Front. Und hier werde ich es auch vielleicht nach innen dann kleben. Genau, ich werde das nach innen kleben, dann habe ich hier auch wieder Spielraum. Dann ist das gar nicht mehr so schlimm. So kann man ja auch ein paar Fehler ausbügeln. So. Und dann klebe ich mir das jetzt hier einfach fest. So. Passt. Also das heißt, ich kann mir das jetzt hier festdrücken und dann mir dieses Verbindungsstück eben hier draufkleben. Und ich glaube, da brauche ich wirklich ein größeres, weil ich jetzt hier eine Fläche habe. Schauen wir mal, ob ich irgendeinen Rest habe, was ich jetzt einfach so hernehmen kann. Ja, das ist zum Beispiel ein gutes Reststück, was ich mir jetzt einfach hier ein bisschen kürzen kann. Weil wir machen ja dann eh noch ein großes Designpapier hier komplett drauf und falten das. Also das klebe ich mir jetzt einfach hier bündig drauf, das passt. Da kommt eh noch Designpapier dann drauf. Aber das mit Designpapier mache ich jetzt nicht mehr vor der Kamera. Das werde ich dann noch in Ruhe machen. Ich werde jetzt auf jeden Fall das auch immer so ein bisschen falten. Mal so in die Form bringen, wie ich es haben möchte.
Und dann habe ich mir auch noch das gleiche Stück, was ich euch vorhin gesagt habe, also diese 10,5 x 7,4 cm für den Boden, dass das hier komplett reinpasst. Das kleben wir uns jetzt auch gleich fest. So ist dann alles verkleidet und ihr könnt es dann euch mit dem Designpapier aus dekorieren, wie ihr das wollt. Und innen drin könnte man das auch, innen drin könnt ihr das dann auch einfach weiß lassen. Für die Seiten habe ich ein Maß von, was waren das jetzt, 7 x 16,6 cm. Klebe ich mir jetzt auch wieder drauf. So, und dann habe ich noch zwei für die Front und die Rückseite. Die misst dann 10 x 17 cm. Also das ist ziemlich knapp, also ganz nah an dem Maß, was wir eigentlich vorhin genommen haben. Aber so brauchen wir das auch, weil hier kein Verbindungsstück ist. Also da ist der Karton nackig und das müssen wir schön verkleben, dass das nicht zu sehen ist, dass man den Karton nicht sieht. So, seht ihr, so sieht es dann schön ordentlich aus. Also wie gesagt, da braucht man eigentlich kein Designpapier innen. Man kann das ruhig weiß lassen, außer es gefällt einem natürlich nicht. Dann könnt ihr natürlich auch mit einem Designpapier kleben, wie ihr wollt. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich das auch schön gerade klebe. Ja, und dann ist meine Schachtel schon fertig. Ihr könnt, wenn ihr Lust habt, noch unten Holzperlen hinmachen. Dann habt ihr kleine Füßchen. Da könntet ihr euch 4 Stück hinmachen. Dann wäre das auch cool. Dann könnte man das, die Holzfüßchen vielleicht in, die Holzperlen vielleicht in Gold noch anmalen. Vielleicht mit Inka-Gold. Hier, denkt dran, bevor ihr das Designpapier drauf macht, macht euch hier einen Magneten und hier einen, sodass das auch zusammenpasst. Am besten 2, weil wir haben hier festen Karton. Und ansonsten könnt ihr hier schönes Designpapier reinmachen, draufkleben und habt jetzt eine mega coole Aufbewahrung für euer December Daily Adventskalender. Ich hatte auch eine Idee, die ich zum Beispiel sehr toll finde. Man könnte auch einfach Koch- und Backrezepte auf diese Karten draufschreiben. Vielleicht für, also wenn jetzt zum Beispiel meine Schwiegermutter mir so ihre Rezepte gibt, dann könnte ich die mir hier immer drauf machen. Oder ja, wenn einer meiner Tanten mir tamilische Rezepte gibt, dann kann man die dann immer hier draufkleben. Oder man hat Lieblingsrezepte zum Backen und dann hätte man die auch so schön griffbereit. Also für sowas kann man das natürlich auch hernehmen. Da gibt es so viele Ideen. Man könnte auch wirklich Gutscheinboxen daraus machen für den Partner oder so. Also das ist auf jeden Fall, da ist eure Fantasie gefragt. Da könnt ihr euch mal überlegen, was ihr da alles toll findet. Hier werde ich mir wahrscheinlich noch ein Washi-Tape hinkleben, damit ich eine schöne Verbindung habe, weil das, da fehlt jetzt was. Man könnte jetzt aber auch einen Streifen Papier noch hier draufkleben. Also die Möglichkeiten habt ihr, dass ihr das noch alles schön verkleidet, wie es euch am besten gefällt. Ich werde mir da noch auf jeden Fall ein Papier noch draufkleben, damit es besser aussieht, weil das ist auch ein ganz wichtiger Teil hier, der immer wieder geöffnet wird. Also da wäre es gar nicht mal so schlecht, sich so ein Stück, seht ihr, so. So drauf zu kleben. So, dass das wirklich schön stabil ist. Das darf sogar ein bisschen breiter sein. Schneide ich mir jetzt noch ein Stückchen breiter. So, und dann biege ich mir das noch in die Form und klebe mir das drauf. Weil das soll ja alles halten. Das machen wir ja dafür, dass es länger hält. Und dann kann man sich vielleicht jedes Jahr andere Kärtchen basteln. Das sieht bestimmt cool aus. So, schon ist das verkleidet. Und hier
Wenn euch das stört, dann könnt ihr euch da natürlich auch noch was draufkleben. Jetzt müssen wir es nochmal in die andere Richtung biegen. Schön vorsichtig. Und dann passt das auch. Und notfalls nochmal nachkleben, wenn es jetzt nicht hält. Das muss natürlich auch erstmal, der Kleber muss sich natürlich auch festsetzen, aber bei mir passt es. Seht ihr, dann habt ihr hier nochmal so ein Verbindungselement. Ihr könnt es auch nochmal mit Tesafilm verstärken. Macht das so, wie ihr das wollt. Und auch hier könnte man sich nochmal so eins hinmachen. So, dann verstärkt es den Deckel auch. Ich denke, das schadet nicht, da lieber so ein paar mehr Streifen dazu zu kleben, damit das auch alles schön fest ist. Ja. Und dann, wenn ihr das Designpapier draufgeklebt habt, dann sieht man das alles nicht mehr, denn ihr habt dann nur noch so einen kleinen weißen Rand. Das wird dann alles nicht mehr auffallen. Hauptsache, das Ganze ist auch schön stabil. Das ist am wichtigsten. Und wenn ihr das klebt, müsst ihr auch immer das Ganze in Form biegen. Also ich gehe da dann so... Das habe ich jetzt nicht schön gemacht. Ich gehe dann nochmal in diese Kerbe rein, dass sich das auch wirklich alles gut öffnen lassen kann. So einmal in die Richtung und dann auch in die Richtung. Also ihr könnt es schön einmassieren. So. Notfalls nochmal nachkleben. Bei mir hat sich das jetzt gelöst. Ich denke aber, jetzt ist es schön fest. Ja, jetzt funktioniert das so, wie es sein soll. Ja, das ist mein Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nicht, wie es hier weitergeht im Christmas in July. Morgen habe ich auch was ganz Tolles für euch. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Da geht es um Bänder. Ja, genau. Um Ribbons. So, da dürft ihr euch jetzt mal überraschen, was da morgen kommt. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.